So, da bin ich wieder. Hab gerade noch ein bisschen Dateien umbenannt, weil, ja, hier sieht man es überall noch Schlamassel. Ich habe überall das Pudel-Doom bezeichnet, obwohl ich damit Doom vor Doom spiele. Oder gespielt habe bei Doom Simulated. Und die Aufnahme muss ich jetzt auch gerade auch wieder neu starten, weil ich hier nach Doom 2 Schema benannt habe, statt nach Doom 1 Schema. Gut, okay. Nichtsdestotrotz geht's jetzt los. Was mache ich hier? Nein, ich bin falsch. Guck mal, ob ich scharf bin. Ach, ich bin scharf wie irgendwie. Interessant. Gut. Das da wollte ich. Freedom. Eins. Ja. ja. Release-Kandidat 3. Übrigens kam jetzt mittlerweile raus bei dem Release-Kandidat 4 von Brutal Doom. Da gibt's doch leider ein paar Fehler. Das haben sowohl ich entdeckt als auch Mr. Caffeine. Ein sehr geiler englischer YouTuber. Ja. Und daher hoffen wir mal, dass die bis zur finalen Version zusammen mit Extermination Daniel fehlerfrei sind. Gut. Das Blut. Wow. Okay. Gut, warum jetzt hier ein Herz ist, weiß ich auch nicht, aber gut. Wow. Was? Ach ja, ist ja Doom 1. Wollte gerade sagen, glaube ich, Kinder Super Shotgun, aber eben. Gibt's ja hier gar nicht. So. Ach so, ja, und wie gesagt, ihr seht jetzt mein Video hier auf der rechten Seite. Weil, wie gesagt, bei Doom for Doom ist es halt links, weil da ist links nichts. Hier bei Brutal Doom ist aber links halt die Anzeige, die Stats, während halt rechts unnötig. Alter, ja! Holy moly! Genau. Rechts sind nur die Anzeigen mit, wenn ich jetzt zum Beispiel Unsichtbarkeits- oder diese Schutzweste anhabe für Säure, wie lange die noch hält. Ist aber für euch als Zuschauer komplett uninteressant. Von daher habe ich das Video nach da geschoben. Genauso wie bei Project Brutality. Da geht's nicht weiter. Okay. Alter, was war denn das hier gerade? Oh. Oh my goodness. Macht denn hier sowas? Alter. Arschloch. Hä? Halt. Ah, okay. Meine Güte. Ein Schmetterling. Boah, Alter, ernsthaft? Du Schweine. Okay, blaue Karte. Boah, Alter. Oh. War doch hier. Okay, so kriege ich sie schon mal nicht. Boah, Alter, was geht denn hier ab?
Oh, Alter, Mann. Was denn nun schon wieder? Goddammit! Wow, heute wieder die blaue, die rote Karte. Hä? Was muss ich denn jetzt machen? So. Immer noch zu. Achso. Hä? Doch, Mann, Alter. Alter. Was ist denn hier los? Ah. Oh, ernsthaft? Wow. Hä? Okay. So, hätten wir schon mal die erste Welle überstanden hier. Lappe! Ötcher Chance. So, da war der Ausgang. Da ist nicht sicher, da ist auch nicht sicher. Der dürfte hier jetzt erstmal am sichersten sein. Fuck. So, hier muss ich auch wieder aufpassen. Mache ich erstmal überall anders sauber. So.
Was? Arschloch. Speichern. Yo. Oh, Alter. Wo denn jetzt? So. Alter. Ich stehe 1 Meter von ihm entfernt und der kriegt einfach keinen Rückstoß. Das ist doch nicht mehr normal. Sowas hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. So, was haben wir jetzt? Die rote Karte. Das heißt also, wir können jetzt nach da. Alter, so viele verkackte. Alter. Was genau ist der Schalter? Ach, da. Hä? LOL, das sieht geil aus. Nice. So, wir haben jetzt immer noch nur die rote Karte. Hä, mit der roten Karte können wir doch nur raus, oder nicht? Oder ist die Trunhofer mit der roten Karte?
Was ist das hier? Kommt man nicht rein. Ah! Der ist runtergegangen. Gott, da kriegen wir eine Menge Damage ab, Alter. Wir haben noch 50% Leben. Das ist ein Witz. Also dafür, dass es das erste Level von der zweiten Episode ist, geht das ganz schön hart dran hier. Ich meine, gut, mein Bruder Doom halt also sowieso mal ein bisschen schwerer, aber... Alter. Gut. Wir haben noch viele Gegner. Ich räume erstmal die Gegner auf und dann... So, gut. Haben wir noch Health Pack? Haben wir noch ein paar Health Pack? Oh! Ah. Nee, Health Pack haben wir keine mehr. Hä? Da kann man auch so durch. Lol. Ah. Gut, jetzt haben wir überall 100. Jetzt können wir mal hier die ganzen anderen Sachen aufsammeln. Hä? Keine Ahnung. So. Gut, sehen wir soweit wieder gesund aus. Können wir jetzt eigentlich die Welt hier verlassen, also das Level? Okay, okay. Wieder die gleiche geile Melodie wie bei irgendeinem Level von Doom Divided. Ich hasse sowas. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, man kann normale Maps nicht mit Realism Tactical Mode spielen, weil genau sowas, wenn ihr das mit Realism Tactical Modus spielt, dann bitte gleich in der ersten Frame nach dem Spiel tot. Zu dem Thema. Schau mit V oder bis mehr. Bis gleich.